Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Escape Academy. Mein Name ist Sevenake, schön, dass ihr hier seid. Und hier sind wir eben auf dem Campus der Escape Academy. Beim letzten Mal haben wir die Halle der Eskapisten hinter uns gebracht. Dieses Mal wartet der Drescher auf uns. Aber bevor es losgeht, hier nochmal einen kleinen Blick. Hier haben wir unser Tag angebracht. Naja. What's good? Ich habe mich mit diesen neuartigen Farben beschäftigt. Wusstest du, dass Forscher jetzt einen Blauton entdeckt haben, der das blaueste Blau ist, das es je gab? Ich habe gerade etwas von diesem Zeug in Orange bekommen. Okay, das blaueste Blau in Orange. Du sprichst in Rätseln, mein Freund. Du sprichst in Rätseln. Was aber jetzt vor uns liegt, ist der Drescher. Und... Jo, hier ist Jeb. War doch Jeb, der Hausmeister. Und... Wir haben ein Zeitlimit, aber ich weiß nicht, wie weit. Das ist interessant. Stift ist wieder am Start. Papier ist am Start. Kaffee ist bereit. Dann gehen wir in den Drescher rein. Wir schauen mal, wie viel Zeit wir brauchen. Oh, hey. Hey du, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du dich zurechtfindest. Bin gerade mit ein paar Wartungsarbeiten beschäftigt. Dies ist ein besonderer Raum. Er wurde von dem verstorbenen Eel Barnes entworfen, dem größten Eskapisten, der je durch diese Hallen wandelte. Er ist nur für sehr weit fortgeschrittene Schüler der Akademie gedacht. Man nennt ihn nicht umsonst, der Drescher. Ich muss Klebeband holen im Beobachtungsraum. So, Wassergitter überprüfen. Nichts anfassen. Es klingt gut. So, okay. Da sind wir. Wir sollen nichts anfassen, das tun wir. Wir testen lieben Nerven. Das ist okay. Pressure activated. Activated. That's not good. Just stay calm. You got this. Okay, 5 Minuten, wir müssen hier raus. Schön. Mist, keine Ente. Hier läuft Wasser rein, das ist abgeschlossen. Schlecht. Hier sind wir. Tür. Ist auch zu. Das ist auch schlecht. Einmal bitte Überblick bewahren. Nägel kriege ich hier nicht raus. Ich brauche ein Brecheisen. Was ist hier in der Kiste? Ein Schlüssel. Gut. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Kriegen wir den Sicherungskasten auf. Was haben wir hier? Strom abschalten. Okay, da ist eine Hand. Da drückt. Kneifzange, Hammer, Schraubenzieher. Das klingt wie ein Plan. Die Nägel kann ich mit dem Rammer. Wir testen deine Nerven. Deine ist lila geschrieben. Der Strom ist ausgefallen. Achso, ich habe ihn ja abgestellt. Ich habe mir den Strom ein. Deine. Dann deine hier, das Passwort. Das wäre cool. D-E-I-N. E. Tatsächlich. Okay, wir kommen ein Stockwerk nach oben offensichtlich. Und haben hier die erste Stufe hinter uns gebracht. Okay, don't panic. Take it one floor at a time. Gefahr, blau ist mehr als gelb, aber weniger als rot. Okay, blau ist mehr als gelb, aber weniger als rot. Ich verstehe. Da ist ein Zahnrad, da kommen wir nicht ran. Mit der Hand geht's nicht, aber mit dem Schneider können wir es holen. Was haben wir hier? Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Da hängt irgendwas. Das ist wieder schön. Hier, oh, da sind wir. Gelb ist ungerade. Okay. Rot ist zwar im... Hey. Das ist ein Mathe-Rätsel, ne? Okay. Das heißt, hier hängen wir mal das Blaue hin. So. Kein Ventil soll der 5 stehen. Rot ist zweimal gelb. Rot ist zweimal gelb und gelb ist ungerade. Das heißt, wenn gelb 1 ist, dann wäre rot
2. Das ist okay. Blau ist mehr als gelb, weniger als rot. Das heißt, blau muss dazwischen sein. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall 3. Dann kann nämlich das hier 6 sein. Es kann nicht die 2 sein, weil gelb ungerade ist. Das hier kann eine 4 sein, weil die 4 ist zwischen und 5. Nichts darf auf 5 stehen. Also geht da die Tür auf. Sehr gut. Da hängt ein Haken. Da ist ein Schlüssel. Das ist schön. Rostiger Schlüssel. Mit dem rostigen Schlüssel bekommen wir hier was auf. Den Camcorder. Was soll ich jetzt mit dem Camcorder? Ich sehe es noch nicht. Kein Signal, kein Signal. Okay, kein Signal. Kiste ist leer. Okay. Kiste ist leer. Wasser steigt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist da hinten noch was? Da hinten noch was ist da. Okay, ich kann das hier nochmal benutzen. Okay. Könnte was befestigen. Camcorder. Okay, dann können wir den runterlassen. Das ist. Okay, das war jetzt Zufall. Und Gabe. Gabe. Gabe ist das Passwort. Ist Gabe das Passwort? Gabe. Okay, Gabe ist das Passwort. Wir kommen einen Stockwerk höher. Ah, ich verstehe das Konzept so langsam. Wir flüchten vom Wasser. Was haben wir hier? Weiteren Raum. Eine Acrylplatte. Okay. Das ist schon wieder Wasser, das ist nicht gut. In den Kisten. In den. Oh, eine Toilette. In den Kisten ist nichts. Was haben wir hier? Was ist das hier? Eine Acrylplatte. Kann hier etwas anheften, das ist schön. Frage ist was. Kann die hier anheften? Ich kann aber auch die andere anheften, oder? Ja, das hilft uns nicht weiter. Da brauchen wir mehr Infos. Fernseher brauchen wir alles nichts. Da ist wieder so ein Touchpad. Haben wir hier ein Paddel. Wir sollten uns beeilen, bevor alles aus dem Ruder läuft. Das ist schön. Das ist schön. Hier sieht einer den Müll an. Hier haben wir noch eine Acrylplatte. Ja, die können wir jetzt. Das ist nur die Frage, wie die dahin gehören. Gibt es da irgendwo einen Zettel oder so? Das ist noch eine Acrylplatte. Das ist schön. Aha, da ist. Okay, können wir irgendwas machen? Aber ich weiß nicht was. Heißt Fokus. Okay, 618. Hätte ich jetzt nicht anhängen müssen, aber das habe ich auch so gesehen. Aber gut, das können wir hier einstellen. 618, dreistellige Codes kennen wir. 61 und die 8. Sehr gut, Tür geht auf. Der Griff fehlt. Ist ja nicht so richtig griffig. Nicht so richtig griffig. Wo ist ein Griff? Ja, doch. Den Tresor habe ich noch nicht verstanden. Mod 5. Kann drücken, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal ein Moment. Ist nur Müll. Fehlt der Griff. Mehr Müll. Okay, das ist alles mehr Müll. Hier auf dem Wagen ist auch nicht. In der Toilette. Oh, in der. Oh, ja. In der Toilette ist das Dressurhandbuch. Okay. Das ist. Okay, ich verstehe. Das ist eine Modulation. Das heißt, ihr seht, der Stern läuft immer durch. Das muss ich jetzt ganz kurz aufschreiben.
wie das richtig ist. Das heißt, der Stern muss an vierter Stelle sein. Und dann ist es, dann ist die Lösung, kriege ich das richtig? Kreis, Kreis, Quadrat, Stern, Quadrat. Denke ja. Ach, das hat er sogar mitgenommen. Sehr gut. Ah, da hätte ich gar nicht aufschreiben müssen. Wie perfekt. Okay. Kreis, Kreis, Quadrat, Stern, Quadrat. War doch richtig jetzt. Nein, ich will kein ich will die Gegenstände. Ich will hier das. Also, wir müssen. Kreis, Kreis. Ding. Drehen. Stern, genau. Da ist der Griff. Okay, die fünfte Modulation. Das heißt einfach den fünften Durchlauf. Der Griff fehlt. Ja, genau. Der Griff ist da. Griff ist da. Okay, was haben wir da? Da steht jetzt was. Gibt. Gibt. Okay. Ach ja, wir haben den Strom hier abgestellt. Technik. G-I-B-T. Und hoch geht's. Sehr gut. Okay. Keep it together, Jim. They're gonna get out just fine. Okay, jetzt sind Sachen zugeschraubt. Die schrauben wir gleich mal auf. Über. Okay, über, unter, über, unter. Ja. Schön. Ich brauche einen Plan. Horre, Tjervebrück, Hagr, Kwipix. Okay. Offensichtlich brauchen wir eine Anleitung. Okay, seltsames Gerät. Davon haben wir schon mal zwei. Okay, was haben wir hier? Okay, das Codierschema wieder. Ja. Wollen wir das mitnehmen? Gut, sehr gut. Anheften, dann lesen wir das mal. Horre. Über. Über. Gewicht. GR ist Gewicht. Ja. Über Gewicht. Hagre ist U. Und unter. Druck. Übergewicht, Unterdruck. Okay. Übergewicht, Unterdruck. Sehr schön. Übergewicht, Unterdruck. Das heißt, hier ist Wasserdruck. Dann machen wir hier auf Unter. Wenn wir drauf drücken, kann ich was reinstecken. Okay. 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 Unter. Übergewicht. Gewicht, wo ist Gewicht? Wasserreinheit. Nein. Wassertemperatur, Wassergewicht. Okay. Übergewicht. War Übergewicht, also nehmen wir hier über. Me. Und das andere war. AR. Mehr. Okay, es ist. Ist mehr das Lösungswort. M-E-H-R. Tatsächlich. Oh, heck. Okay. Ja, doch. Ich bin erstmal. Oh Gott. Hier geht viel. Hier ist viel los, da müssen wir erstmal gucken. Zerbrechlich. Zerbrechlich wird aufgehämmert. Alte Karte. Na gut. Was haben wir hier noch? Eben mal mit der Ruhe. Da ist der Stromkasten. Okay, da können wir Strom nach links und Strom nach unten. Okay, wir leiten Strom durch. Okay. Ah ja, okay. Was sagt uns die Karte? Anheften. Okay, hier ist der. Okay. Wir leuchten den mal an. Das heißt Z. Schreiben wir uns auf. Weil wir sind hier beim. Ah ne, Moment, das ist der Haken unten rechts. Und dann ist das obere doch Z. Das ist ein Z. Das ist ein Z. Was haben wir hier noch? Können das Ganze dann darüber leiten. Den brauchen wir nicht. Da ist
Genau, darüber zu leiten, müssen wir da hochleiten. Long. Dann kommen wir da an. Das haben, wir haben ein Z. Dann haben wir... Das hier ist der zweite Buchstabe. Den werden wir als nächstes nehmen. Der zweite Buchstabe ist ein E, C. Der vierte Buchstabe ist ein T. Meine Wortspielkenntnisse würden sagen, das Lösungswort ist Zeit. Zeit. Aber wir suchen natürlich noch den dritten. Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Ach, da unten. Ach, da ist der dritte. Ich würde jetzt auf ein T tippen. Der geht da rüber. Also, yay, yay. Okay. Darüber, darunter. Und der dritte ist ein I. Naja, der ist ja klar. Zeit ist das Lösungswort und der dritte Buchstabe von Zeit ist. Okay. Zeit. Zeit. Sehr gut. Tür geht auf. Ja, das war doch gut. Das war doch super. Hoch geht's. Okay, da ist noch eine Uhr. 9 Minuten. Was ist die Nachricht? Wie lautet die Moral von dieser Geschichte? Eins meint dein. Ah, okay, das war das erste Lösungswort. Deine Gabe gibt mehr Zeit. Okay, das waren die ganzen Lösungsworte dieses Rätsels. Deine Gabe gibt mehr Zeit. Das sieht doch gut aus. Ja, fantastisch. Da sind wir ja elegant durchgehuscht. Oh my God, I didn't drown you. I didn't drown you. Da sind wir elegant durchgetuscht. Das war auch jetzt ziemlich selbsterklärend, würde ich sagen. 15 Minuten. Aber das ist doch okay. 15 Minuten. Du hast keinen einzigen Tropfen abbekommen. Die Rektorin wird es nicht glauben. Also ich bin ja durchaus von unten nass geworden. 15 Minuten ist okay, würde ich sagen. Folge der Leuchtfarbe zum geheimen Werkzeugversteck. Ach ja, das war, als wir das Licht ausgeschaltet haben, war da die Hand an der Wand. Stimmt, die haben wir gesehen. Das Ventilrätsel war tatsächlich spannend. Das möchte ich nochmal erklären. Wie es funktioniert. Gelb und Rot galt immer. Gelb ist doppelt so groß. Nee, Rot ist doppelt so groß wie Gelb. Und Gelb muss ungerade sein. Das heißt, und Blau muss zwischen Gelb und Rot sein, weil es ist ja in der Mitte. Das heißt, Gelb, die 1, kann nicht sein, weil 1 mal 2 eben 2 ist. Das wäre 1, 2, da kann Blau nicht in der Mitte. 2 kann nicht sein, weil Gelb eben ungerade sein muss. 3, 6 kann sein. Dann gibt es für Blau die Möglichkeiten 4 und 5. Und da war es so, dass 5 ausgeschlossen war. Dann ging das. Wenn es noch größer geht, Gelb kann nicht 4 sein, wäre wieder gerade. Wäre Gelb 5 gewesen, hätte Rot 10 sein müssen, aber das Ergebnis kann da nur einstellig sein. Insofern war relativ klar, dass es die Lösung 3, 4, 6 ist. Dann die Geschichte mit dem Camcorder, keine Ahnung. Das war einfach Brute Force. Das war das Letzte, was wir anklicken konnten. Insofern relativ einfach. Bei dem Modulu. Ja. Die Platten habe ich einfach so hingehangen, wie sie Zahlen ergeben. Wenn man es vervollständigt. Und ja.
Und wenn dann noch das Tee dazu kommt, eben im Dunkeln mit der Leuchtfarbe. Ja, das war zwar relativ viel, aber schön hintereinander weg. Kritischer werden die ganzen Rätsel, wenn es gemischt wäre, also wenn man zwei Rätsel parallel lösen musste. Das Thema entschlüssele die Wörter an der Wand, das hatten wir ja schon mal im allerersten. Gleiches Codierschema, mehr oder minder A wird zu N, B zu M, nee, A wird zu N, B zu R. Ihr versteht, was ich meine. Also die ersten 13 Buchstaben des Alphabets werden den zweiten 13 zugeordnet, also eine einfache Verschiebechiffre. Die bekommen wir hin. Ansonsten das dann zuzuordnen, Gewicht und über, unter, das stand ja da. Bricht die Kiste auf, das war jetzt nicht so schwer, da wir ja gesagt bekommen haben. Und dann aus der Karte die Buchstaben rausziehen, das war relativ einfach. Für alle, die es immer noch nicht ganz verstanden haben. Man schaut, wo das gelbe Dreieck ist, sucht sich die entsprechende Seite aus und jeweils das markierte Feld gibt die Zahl in dem Feld, gibt an, welcher Buchstabe an der wievielten Stelle des Wortes kommt. Daraus hat sich das Wort Zeit ergeben. Impressive. Und wenn das Ganze dann zu Ende kommt, bekommt man hier auch sein entsprechendes Druckabzeichen. Und damit füllt sich unsere Sammlung weiter. Kasten zu. Hallo Jeb, heilige Petunie, du hast es geschafft. Ich dachte schon, ich müsste dich da rausfischen. Wer hätte gedacht, dass so ein bisschen Wasser so nervenaufreibend werden kann? Ich schätze, es ist wichtig, in stressigen Situationen konzentriert zu bleiben. Genau, Jeb, und das ist auch der Tipp. Zeitlimit ignorieren. Das war für mich jetzt hier im ersten Level gar nicht so einfach, als man das Wasser steigen sah. Später ging es dann. Ja, damit haben wir das Ganze hier beendet. Wir können uns nochmal hier im Drescher mit Jeb unterhalten. Mal gucken. Wir haben Fang den Schlüssel im Quadranten gespielt. Ja, das klingt super. Man mag es kaum glauben, aber mein Urgroßonkel Thomas hat diesen Ort mitbegründet. Okay. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile Hausmeister, es ist gut zu wissen, dass ich meinen Teil zur Entwicklung der nächsten Generation beitrage. Deiner zum Beispiel, okay. Das war der Drescher. Achtung, Gefahr. Okay. Beim nächsten Mal sind wir wieder im Büro der Rektorin. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich. Und wie immer bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss. Bis dann.